Oberstleutnant Bernd Faber ist seit Jahren der künstlerische Leiter dieser großen Veranstaltung, die es seit 15 Jahren in der Hans-Martin-Schleyer-Halle hier in Stuttgart gibt. Und ich könnte mir vorstellen, Herr Oberstleutnant, es ist nicht immer ganz einfach, sich jedes Jahr auf was Neues zu konzentrieren, was Neues einzustudieren und vor allen Dingen auch mit vielen Kurs umzugehen, die vielleicht die deutsche Sprache gar nicht beherrschen. Ja, das ist wahr. Ich habe in meiner Zeit in Karlsruhe, da war ich von 84 bis 92, vorgeübt in der Europahalle. Da hatten wir jedes Jahr auch eine Musikparade. Da musste ich allerdings nur alle zwei Jahre eine Show vorbereiten. Hier in Stuttgart ist es anders. Da müssen wir also jedes Jahr zur Kasse treten. Aber ich habe eine großartige Unterstützung. Ich habe eine fantastische Crew. Da macht es mir jedes Jahr wieder Spaß, obwohl ich ab Weihnachten immer ein bisschen nervös werde, bis das Kind geboren ist. Und naja, so nach drei, vier Wochen habe ich es dann auf dem Papier, dann üben wir vor, dann habe ich meinen Oberstabsfeldwebel Kemmer, der mir das einstudiert, und dann werde ich allmählich ruhiger und heute Abend bin ich also happy. Die Ruhe selbst bei einem fabelhaften Publikum. Und unsere Fernsehzuschauer, das ist ja eigentlich der Punkt, die noch nicht hier bei so einer Veranstaltung waren, lesen das Wort Militärmusik und denken sich dann wahrscheinlich, naja, da wird also nur getrommelt und gepfiffen und marschiert. Dem ist schon lange nicht mehr so. Sie haben ein ganz großes Angebot an musikalischen Leistungen. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich also an unser Repertoire heute Abend denke, wir fangen an quasi im Mittelalter mit der Carmina Burana, spielen originale Märsche aus dem 18. Jahrhundert, gehen dann über, wenn Sie an das Opening denken, das ist Spätromantik, Respighi, die Pinien von Rom, dann ist das also eine ganz großartige Sache und dann natürlich auch die Neuzeit, wenn ich also meine Kameraden da drüben angucke, das kriegen wir alles unter und die Zeit also nur Marschmusik gleich, Militärmusik gleich Marschmusik ist längst vorbei. Swingmusik haben wir auch dabei, aber ein Stück haben wir dabei und da wende ich mich jetzt an einen Zeitgenossen, der eigentlich furchtbar alt schon ist. Es handelt sich hier leibhaftig um den alten Dessauer, der hier neben mir steht. Ich hätte nie vermutet, dass ich jemals die Chance habe, ihn kennenzulernen. Aus welchem Jahrtausend stammt er? Das ist das 18. Jahrhundert. Ja, das ist der Fürst Leopold von Anhalt-Dessau. Durchlaucht, freue mich sehr. Er hat sich gut gehalten für dieses Alter des alten Dessauer, wie man despektierlich eigentlich zu ihm sagt, der alte Dessauer. Dahinter verbirgt sich allerdings jemand anders, nämlich der Oberfeldwebel Stefan Hahn. Stefan, wie lange sind Sie schon beim Heeresmusikchor 9? 3,5 Jahre jetzt in etwa. Und Trompete? Trompete. Seit wann? Seit Alter von 7 Jahren spiele ich jetzt. Das merkt man aber auch. Das ist ein ganz 20 Jahre, ist also 27 Jahre. Ein ganz, ganz schwieriges Stück, was Sie sich da ausgesucht haben. Ich glaube, wenn man da einmal sich verbläst während des Stücks, ist es gegessen, oder? Oh, man ist so konzentriert, das geht schon. Das Heeresmusikchor 9 aus Stuttgart unter Leitung von Oberstleutnant Bernd Faber.
Thank you.